Findet auch mal ein Korn. Ein blindes auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Hallo, hier ist Sören Bergmann aus Hamburg und heute wollen wir ein Tutorial machen für einen Kanon, der heißt Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ich habe diese Kanons in der Pandemie geschrieben. Ihr wisst ja alle, für die Musiker gab es da nicht viel zu tun und ich habe ein Stipendium von der GEMA bekommen und habe 10 kleine Kanons geschrieben, die mit Body Percussion sind. Das ist allerdings eine Herausforderung für viele. Und der Groove ist auch nicht so ganz ohne, aber wir werden auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Und zwar, die erste Stimme von dem Kanon ist die Body Percussion Stimme. Und die geht 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 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 wenn ihr so ein bisschen den Groove in den Füßen habt oder was weiß ich wo, könnt ihr euch aussuchen. Ich habe das gerne in den Knien. Dann habe ich den Beat. So 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 das kriegt man hin. Das wird dann ein bisschen schneller, klar. 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3. Und dann kommen natürlich, wie in jedem Kanon, noch 3 Gesangsstimmen dazu. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Das ist sozusagen die Bassline. Jetzt komme ich mal ein bisschen näher ran und dann können wir das mal zusammen singen. Und ich stelle mal meine Kamera ein bisschen höher, dann können wir das noch besser zusammen singen. Dann muss ich mich nämlich nicht so bücken. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn findet auch mal ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Das ist die erste Gesangsstimme. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Okay, die zweite. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Fast auf einer Linie. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Und da müsst ihr aufpassen, das ist so ein bisschen wie bei jetzt fahren wir über den See, jetzt fahren wir übern. Da ist der Kanon nämlich kurz abgeschnitten. Und zwar ist beim zweiten Mal, wenn ihr diese Phrase singt, müsst ihr am Ende schon in die nächste Stimme gehen. Ich mache es nochmal vor. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Eins, zwei, drei. Ein blindes Huhn findet auch mal. Und da müsst ihr stoppen. Und wenn ihr gestoppt habt, kommt dann die nächste. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Und dann geht's sofort wieder an die Body Percussion, ne? Eins, zwei, drei. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn findet auch mal ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. 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 So, jetzt einmal von vorne in langsamerem Tempo. Ich habe dazu den Amazing Slowdowner angemacht. Body Percussion. Ein blindes
Huhn. Findet auch mal ein Korn, ein blindes Huhn. Findet auch mal ein Korn, ein blindes Huhn. Find auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn, find auch mal ein blindes Huhn, find auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn, find auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn findet auch mal Korn. In diesem Sinne, viel Spaß beim Tutorial. Ciao! Auch mal ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn.